Das Feldteam hat sich am Haupttor versammelt. Sieht aus, als würde es zu einer Expedition in den Wald aufbrechen. Ja. Was soll ich sagen? Soll ich sagen, dass es jetzt so super gut ist? Soll ich sagen, wie toll das Spiel ist? Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen... Ja... Das Feldteam hat sich am Haupttor versammelt. Sieht aus, als würde es zu einer Expedition in den Wald aufbrechen. Ich finde so dieses... Also ich kann verstehen. Also das möchte ich einmal ganz deutlich sagen. Ich kann verstehen, dass die Monster diese Attacken haben, die einen sich nicht mehr bewegen lassen. Ich kann verstehen, dass die Monster einen angreifen und das ausnutzen, wenn man sich nicht bewegen kann. Und ich finde es auch gut, dass man dann sterben kann, wenn man sich nicht bewegen kann. Das wollte ich einmal jetzt gesagt haben. Ich finde das nicht schlecht, weil all das können wir bei Monstern auch machen. Aber wenn ich von Monstern getroffen werde und mich dann nicht bewegen kann und dann der nächste Treffer von dem Monster wieder dazu führt, dass ich mich bewegen kann und der nächste Treffer dann wieder dazu führt, dass ich mich nicht bewegen kann. Hey Partnerin. Hört das irgendwann auf Spaß zu machen. Ja, Untersuchung kann ich, muss jetzt neue annehmen, ne, weil für den Kirin ist jetzt nichts mehr. Dann hört das leider irgendwann auch Spaß zu machen, weil so funktioniert es nämlich gegen die Monster nicht, weil ich kann nämlich nicht Schlag, er kann sich nicht bewegen, Schlag, er kann sich nicht bewegen, Schlag, er kann sich nicht bewegen machen. Oh, du bist so nett zu mir. Und ich weiß, dass man sagen kann, ja, das gehört halt zum Spiel dazu. Ja, kann ich verstehen, ich mag dieses Element nur nicht. Also wenn das ab und zu passiert, ja. Aber jetzt, wie beim Kirin, dass es dreimal hintereinander passiert, ohne dass ich wirklich irgendwas machen kann. Das ist einfach... Ich gebe zu, der Kampf war jetzt auch nicht der beste Kampf gegen ihn. Ich habe schon besser gespielt gegen den Kirin. Auch heute schon... ich habe auch schon schlechter gespielt heute gegen den Kirin. Das ist ja alles schön und gut. Aber... tut mir leid, das finde ich einfach nur nervig. Also, zu verlieren, weil ich mich nicht bewegen kann, auch wenn der Kampf insgesamt nicht gut war, da hätte er mich lieber an anderen Stellen töten sollen. Da bin ich ehrlich. Er hätte mich an anderen Stellen fertig machen können, definitiv. Das hätte ich auch alles verstanden. Aber doch bitte nicht... So... Ich habe Angst, ey. Weil der, ich bin ja jetzt noch nicht bei ihm. Und sobald ich mich bewege, kommt der safe runter. Jetzt schwören können, der ist hier. Also da links. Naja. Warten wir kurz, dann kommt er. Thank you.
wirklich verstehe nicht, warum ich manchmal so komische Attacken mache, die ich gar nicht machen kann. Ja, natürlich bleibst du. Oh, okay, ich kann dich trotzdem schaffen. Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt so da drin stehen geblieben wärst, dann dass ich deinen Kopf nicht getroffen hätte. Ne, ich werde dich gleich ausgerastet. Mann! Na, bin ich wieder tot, weil ich mich nicht bewegen kann? Jo, danke, Spiel. Aber dieses Mal war es wenigstens nicht so übertrieben. Also diesmal war es wirklich wenigstens so, okay, ich konnte mich das erste Mal nicht bewegen, ich akzeptiere es. War der Kirin, ich habe ihn nicht ernst genommen, bin ich auch ehrlich. Weil er mich ziemlich abfuckt. Und ich weiß dann, dass ich gar keinen Bock mehr auf ihn habe. Bin ich wieder tot, weil ich mich nicht bewegen kann? Jetzt zum Beispiel würde es mich aufregen. Ja, scheiße. Macht keinen Spaß, nee. Sorry. Da habe ich auch keinen Bock drauf, ey. Das macht mir auch keinen Spaß. Also sorry, warum macht das Spiel denn diesen Kampf so scheiße? Das ist auch einfach nur frustrierend. Ja, schön dafür. Brauche ich alles nicht. Also das Spiel ist so gut insgesamt eigentlich, ne? Das Feldteam hat sich am Haupttor versammelt. Also ich bin ehrlich, ich finde das Spiel eine Expedition in den Wald aufbrechen. So gut insgesamt. Es ist. Und dann hat es diese ein, zwei Elemente, die mir einfach das ganze Spiel teilweise, die mir auch einfach den Spaß nehmen, Leute, ne? Aber ich brauche jetzt noch ein verdammtes Horn von dem Kirin. Das werde ich mir natürlich jetzt noch holen mit euch. Aber es macht mir einfach keinen Spaß. Also der Kirin ist ein Monster, gegen den mir das Kämpfen keinen Spaß macht. Und da gab es noch so eins. Noch so ein anderes Vieh, wo ich auch so dachte, so. Leute, es macht einfach keinen Spaß. Ich weiß gar nicht, welches das war, habe ich schon wieder verdrängt. Das hat einen auch andauernd, konnte man sich nicht bewegen. Andauernd musste man irgendwas tun, damit man sich doch wieder bewegen kann. Und den Ultratrank habe ich richtig schön verschwendet gerade übrigens, ne?
Also nur, falls es irgendjemand interessiert, das sind diese Dinger hier, die sind super schwierig herzustellen. Und ich habe davon auch nur noch 8. Richtig toll. Hoffentlich kann ich mir davon welche kaufen beim Händler. Kirin, ey, regt mich auf, ey. Kommst du jetzt hier hin oder was? Ich muss leider einmal flüchten, denn ich habe gar nicht gegessen. Fängt ja gut an, ne? Wird auch jetzt der letzte Kampf für heute sein. Ich weiß noch nicht, wie ich das auf YouTube vermarkten soll, um ehrlich zu sein, weil ja, also YouTube mache ich ja als Archiv, nutze ich ja als Archivkanal. Ich gebe zu. In solchen Momenten verstehe ich, dass es auch echt nicht spannend sein. Aber obwohl, vielleicht viel wird man mit dem Kämpfen und man kann nachvollziehen, warum ich mich ärgere. Andererseits. Kann ich bei solchen Sachen auch einfach verstehen, wenn man sagt, ja, warum lädst du das überhaupt hoch? Ja, weil es halt dazugehört. Was tue ich? Warum musst du jetzt in diesen Modus gehen? Komm hierher, los. Jetzt komm hier weg. Komm aus diesem schmalen Ding raus. Da kämpfe ich nicht gegen dich. Einfach aus Prinzip. Gegner.
Bis jetzt immer, wenn ich Maxi-Trank genommen habe, war das Quatsch. Also, mach ich das aber nicht. Ich kann mich nicht bewegen, ich bin tot, ne? Na komm jetzt hier! Macht einmal kurz ernst und wer ist weg? Richtig, ich. Ich versuche einfach die Hörner zu brechen, dann breche ich ab. Ich esse nichts, ich nehme keinen Megatrank, ich versuche einfach nur noch ihn zu brechen und dann ist der Kampf zu Ende. Ist mir egal, ich werde den nicht zu Ende besiegen. Oder wir machen das nächstes Mal und ich schneide das irgendwie. Ich möchte den jetzt schon noch besiegen eigentlich. Ich möchte das eigentlich jetzt nicht auf den nächsten Stream besiegen, weil dann geht dann ist nämlich gleich im nächsten Stream doofe Stimmung, ich sag's euch. Hab ich halt keinen Bock. Oh, komm, aber ist egal. Man möchte es dann doch wenigstens vernünftig versuchen, ja? Vielleicht kommt ja eine geile zweite Hälfte oder so. Denn ich gebe zu, aufgeben ist nicht meine Art. Da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf, ey. Wenn ich bei sowas, ja, ich werde es aufgeben, tue ich nicht, konnte mich wieder nicht bewegen, ich war wieder tot, es, warum häuft sich das jetzt auf einmal so, das war beim ersten Kirim-Kampf nicht so und beim dritten, aber jetzt bei dem hier, oder beim dritten war das so? Ich weiß es nicht. Aber bei... Der Kampf ist einfach nur nervig. Seit zwei Runden.
ich fuchtel jetzt weniger rum. Und dann schaffen wir das. Zugegeben, ja, ich bin auch gespannt, wie ich das wirklich anstellen möchte mit dem, wir schaffen das, weil so gut sieht es für uns leider nicht aus.